It's Britney, bitch. Okay, mit dem Ende habe ich nicht gerechnet. Kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit emotional tolle TikToks gucken und dass wir von mir irgendwie... Kannst du dich bitte einmal in eine Kamera, in die kurz reindrehen und es noch einmal sagen, bitte. It's Britney, bitch. Cheers, Freunde, und herzlich willkommen zu Ist Social Media peinlich? Die Show. Ey, ich weiß nicht genau, was jetzt in der nächsten halben Stunde so passieren wird, aber eins kann ich uns allen versprechen, das hier wird die peinlichste Show der Welt. Ich komme irgendwie selber noch nicht ganz drauf klar. Es ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, man muss scheinbar echt nur lang genug Influencer beleidigen und schon kriegt man sein eigenes Funkformat. Nein, Spaß, aber ganz ehrlich, wir werden uns heute mal die Social-Media-Maske so ein bisschen runterreißen und auf das reagieren, was ihr Spinner, was ihr Spinner jeden Tag so auf Social-Media hochladet. Ey, ich freue mich erstmal mega, dass ihr hier seid. Theo und De Niro so, ist ja auch voll der Vertrauensbeweis, so dass ihr direkt vorbeischaut. Danke, danke, danke dafür. danke für die Einladung. Dir. Ja, danke dir für die Einladung. Dann lass uns doch mal den ersten Clip anschauen. Ja, cool. Let's go. Drei Dinge, die zu feminin für Männer sind. Wenn du diese drei Dinge machst, Bruder, oute dich einfach, oute dich. Du gehörst nicht mehr zu uns. Erstens, du bist privat auf Instagram. Wer stalkt dich? Vor was hast du Angst? Ja, Mann, da öffentlich, was zu verstecken. Vor wem hast du Angst? Zweitens, du postest in deine Story schöne Himmelfotos. Bruder, wir haben früher im Krieg gekämpft, Bruder. Jetzt posten wir Himmelfotos. Drittens, du machst Lip-Sync-Videos. Na, du bist dann, Bruder. Oute dich einfach. Okay, also erstens sagt das der mit dem Eyebrow-Slit. Ich musste erstmal tief durchatmen. What the... Ich finde, das muss man sich häufiger mal so einen Moment irgendwie auch nehmen, wenn man TikToks schaut. Einfach danach kurz durchatmen. Pause machen. Ja. Und mich triggert halt das Schmatzen. Unfassbar. So. Alter. Ich weiß auch nicht, wann ging das eigentlich los, dass man immer parallel so isst? Man kann doch erst einen TikTok drehen und dann... Eduard Barker. Ja, ey. Ich bin gerade eher schockiert, dass dir das überhaupt aufgefallen ist. Das ist auf ganz andere Dinge als das politische Problem in diesem Video. Ey, aber das ist ja mein Lieblingsding, dieses so, wenn Männer sagen, früher sind wir in den Krieg gegangen. Ja, aber also, du sitzt dann in deiner Moncler-Jacke. Achso, was darf man nicht sagen. Ne? Excuse me, wir haben 2023. Andere coole Jackenmarken. Ja, es gibt noch viele andere coole... Von Nike gibt es Jacken. Und redest davon, dass Männer in den Krieg gegangen sind, aber selber, also das sind so komische Argumente. Zum Glück gehen wir nicht mehr in den Krieg. Safe. Ja. Deswegen kannst du da sitzen und Pizza fressen und TikToks machen. Und es ist halt so, wir starten irgendwie in 2023 rein und das ist so irgendwie jetzt der Vibe. Ich meine, damit haben wir doch eigentlich abgeschlossen, oder? Also, keine Ahnung. Jeder kann so feminin sein, wie er möchte oder eben nicht, ist es doch egal. Aber lass uns trotzdem nochmal die Punkte durchgehen. Ja, gerne. Erstens, du bist privat auf Instagram. Zeig dich, Bruder. Ey, du bist ja auch ein bisschen privat. Ja, aber das hat ja mehr oder weniger damit zu tun, dass ich auch einfach meine Privatsphäre noch genieße. Und das möchte ich auch nicht aufgeben. Von dem her den Punkt... Aber obwohl du ein Mann bist... Naja, das weiß ich so bis heute nicht. Ja. Ey, das war aber eine sehr weise Entscheidung. Jonas und ich bereuen das sehr. Es stresst mich auf jeden Fall. Schlimm. Und ich würde sagen, wir behalten den Vibe mal bei und gucken uns das zweite Video an. Sehr gerne. Schön. Das ist nur ein Haarschnitt. Weswegen drehen alle deswegen so durch? Nicht nur um den Haarschnitt, sondern du siehst aus wie... Was? Wie warst du ich denn aus? Du siehst aus wie eine Nutte. Ach, ehrlich? Das ist doch kein Kompliment, Debbie. Von Karl? Das ist total cool. Nutten sind heiß. Hörst du? Ach, ich kann das alles nicht mehr, glaube ich. Das ist genauso schlimm, nur in weiblich. Seitdem ich rote Haare habe. Würdet ihr euch als Nutte beschreiben? Ja. Ja. Alles Fuhren hier. Ja, also ich fand, ehrlich gesagt, sie hat ganz gut gelipsynkt. Ja. Ja, und ich finde es auch cool, wenn man so, wenn man verlobt ist und sich dann auch so Nutte bezeichnet. Ich finde es okay. Ah ja, der hat einen Ring, ja. Ey, man kann überall hinkommen, wenn man TikToks dreht. Ihr zum Beispiel habt es geschafft bis zu dem heutigen Tag, dass ihr es jetzt so kleiner Abstieg, dass ihr jetzt bei Social Media feindlich auf der Couch gelandet seid. Nein, es ist eine große Ehre. Ey, ich freue mich immer noch, dass ihr da seid und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal rein, wie so ein Karriereweg verlaufen kann. Bitte, stopp. Oh, nicht der schon wieder. Being in the sky, this ever get lonely, thinking you could leave.
boah, voll cooles Läuft, Video. Alter. Cool. Ich würde an der Stelle auf jeden Fall sagen, lasst uns kurz innehalten. Leute, geht raus, tanzt in der Öffentlichkeit, zieht euer Ding durch und ihr könnt alles erreichen. Das ist die Message. Also ihr müsst nicht tanzen, also solange ihr euch nicht auszieht, alles gut. Ey, ich meine bei dir so mittlerweile, wenn man wirklich diese, ich meine, seit wann machst du das? Seit 2019 oder so? Genau. Ja, und jetzt einfach diese unglaublich schönen, emotionalen Vibe-Clips, so, die immer irgendwie Emotionen auslösen, das ist ja wirklich einfach so ein krasser Step so durchgezogen, deswegen voll. Aber jetzt, du hast es hier wieder runtergebrochen auf tanzende TikToks, warum? Nee, zumal, was man dazu erwähnen muss, die schöne Dame in dem Video am Anfang ist ja meine Mutter. Und es war ja tatsächlich so, als ich 2019 mit TikTok angefangen habe, wurde ich sogar so ein bisschen von meiner Familie belächelt. Sprich, genau so, wie es eigentlich in dem Video war, so war es auch in Wirklichkeit. Ja, und jetzt, wo man tatsächlich einiges erreicht hat, ich sage noch lange nicht, dass ich am Ziel angekommen bin, aber jetzt, wo man einiges erreicht hat, kann man selber auf sich selber auch so ein bisschen stolz sein, wenn man so zurückreflektiert, dass man auch durchgezogen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es da auch manchmal Momente gab, wo du gesagt hast, fuck off, ich schmeiß jetzt einfach alles hin, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, an dem Punkt waren wir alle vielleicht schon mal. Und da kommt es dann drauf an, zeigst du jetzt halt Willenskraft und hustelst durch oder brichst du quasi ein? Mhm. Wir unterbrechen jetzt ganz kurz die Reactions und atmen tief durch. Ihr habt euch tatsächlich einem Spiegel gestellt, ihr habt euer eigenes Spiegelbild ertragen. Dinero, du machst jetzt den Beginn so, wir gucken uns mal an, dass du dir selber in die Augen geschaut hast und ein paar freche Fragen beantwortet hast. Oh je. Yeah. Bist du mit deinem Hund in einer Beziehung? Wie oft küsst ihr euch am Tag? Wir sind in keiner Beziehung. Das ist mein Kind, mein Sohn, mein Ein und Alles. Und ja, aber auf einer Homo-Basis knutschen wir da oft ganz schön oft am Tag rum. Wie viele Menschen hast du in deinem Leben schon emotional manipuliert? Gerade weil ich ja eigentlich, oder weil mein eigentlicher Job ja Mentalist, Zauberkünstler und Hypnotiseur ist, kommt da bestimmt schon eine gewisse Anzahl zusammen. Würdest du für Klicks in den Krieg ziehen? Nein. Ganz klares Nein. Ich habe selber jetzt gar keinen großartigen Bezug zu Krieg. Ich war nie bei der Bundeswehr. Wir alle wissen, Krieg ist beschissen. Ich habe mich früher sehr viel mit dem Zweiten Weltkrieg rein aus eigenem Interesse auseinandergesetzt. Aber was man da gelesen hat und was man da so mitbekommen hat, auch durch Geschichten der Großeltern, ist, das wünscht man keinem. Was ich mit meinen Videos mehr oder weniger erreichen will, ist quasi immer eine Message senden. Weil gerade Krieg wird durch Shooter, Videospiel und so weiter sehr, sehr gerne verherrlicht. Und ich möchte da letztendlich zeigen, dass nicht alles da so glänzend ist, wie man manchmal denkt. Findest du Crow's Maske auch cooler als dein Bandana? Ja. Es ist was Eigenes, was Uniques. Und da bin ich selber auch noch auf der Suche danach. Würdest du zustimmen, wenn man manche deiner TikToks als emotional manipulierende Zaubertricks beschreibt? Nein. Die Magie an sich, weil die Zauberkunst ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ich bewege mich mit meinen TikToks allgemein nur im cinematischen Ding, aber deswegen würde ich es nicht als emotionale Manipulation ansehen. Du hast ein Buch mit dem Titel Ich sehe, wer du bist geschrieben, aber wie viele Leute sehen, wer du wirklich bist? Tatsächlich kriegt man da einen ganz guten Einblick in dem Buch, gerade weil es unter anderem eine Biografie ist. Eine Biografie als Fantasy-Geschichte erzählt, aber dennoch so, dass man genau weiß, was gemeint ist. Sprich, wenn es zum Beispiel um Mobbing in der Schulzeit ging, dann kämpft man, oder dann ist es nicht ja, die Mitschüler, sondern es ist ein Kampf gegen Dämonen, aber man weiß ganz genau, was es ist. Sprich, man bekommt doch einen ganz guten Einblick in meinen Kopf und in meine Person. Geht es dir auch 2023 vor allem darum, deine Zuschauer zum Weinen zu bringen, egal wie? Das ist eigentlich gar nicht das Ziel. Natürlich freut es einen, wenn man überhaupt mal in so einer gefühlslosen, tauben Hülle eine Emotion wecken kann. Aber ja, ich habe zumindest weiterhin vor, überhaupt Emotionen in Personen auszulösen. In welcher Richtung, das wird sich sehen. Wie ist es, wenn eigentlich der eigene Hund der Star ist und nicht man selbst? Der hat eine schauspielerische Leistung, die ich nie rankommen könnte und ich würde mir so gern wünschen, dass der irgendwann mal vielleicht eine Auszeichnung für seine Leistung bekommt, von dem er sei es ihm gegönnt. Ich stehe gern in seinem Schatten.
Ja, jeder kann es auf TikTok schaffen. Wir haben es schon oft genug gesagt. Und hier ist der nächste Clip für euch zum Reagieren. Ich lasse euch mal, lasst alle Emotionen mal raus. Goal for 2023. Slay every day. I don't want to waste the day without slaying. Don't text exes. Most of my exes passed away. But two are still alive. And I'm not texting them. Hit 1 billion followers. I'm gonna be the first to do it. Stay alive. I just don't want to expire yet. And what would you do without me? Happy, healthy New Year's. Geil. Ich liebe die. Ja. Ich liebe die total. Zum ersten Mal gesehen, kannte ich mir davon wirklich noch gar nicht. Nee. Doch, die hat 6 Millionen Follower oder so. Alter. Ne? Die hat richtig ordentlich. Und, ja, 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 6 oder 7 sogar, ja. Aber irgendwie letztens irgendwie so ein TikTok gemacht hast. Früher in der Schule wurde ich gemobbt. Jetzt habe ich 6 Millionen Follower und meine ganzen Mobber liegen unter der Erde. Also, die ist schon knallhart, die Frau. Ich liebe ihren Vibe und ich liebe auch ihre Ohrringe. Ich sag ganz ehrlich, auch so für 2023, ich nehme mir auch nichts mehr vor, außer halt irgendwie zu überleben. Stay alive. Oder? Ja. I don't wanna expire so, yet. Sie sollte auch mal hier sitzen, finde ich. Toll. Das wäre schon schön, mal einfliegen lassen. Ja. Darf man das? Sie dürfte man einfliegen lassen, oder? Kannst du Englisch auch? So, wir kommen zum nächsten Clip. Nehmen wir jetzt mal, genau. Also das verstehe ich bis heute nicht. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Soll das witzig sein oder habe ich einfach keinen Humor? Also alles daran ist eigentlich falsch. Ich habe ja das schon als Format, habe ich häufiger mir die TikToks angeguckt und reagiert und irgendwann setzt so eine Sprachlosigkeit ein. Ja, ja, es ist ganz... Ja, aber ich denk mir da tatsächlich, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein 10- oder 11-jähriges Kind vor mir habe und ich zeige das Video, das würde lachen. Liegt das dann einfach daran, dass ich alt bin? Und einfach mein Humor nicht mehr für so cringe ausreicht? Oder ich kann es mir nicht erklären. Es gibt auch viele, viele Filme, wo einfach so dann kurz als Gag oder so gemacht wird. Aber stell dir mal vor, so ein 35-Jähriger lädt sich TikTok runter, um mal zu gucken, was da so abgeht. Und das ist das erste Video. Ja. Sofort wieder löschen die App. Safe. Lass uns bitte machen weiter. Ja. I wanna take you somewhere, so you schon know wieder I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. Hier ist es gemacht, dass der zittert. Ja, der macht alles. Junge, mein Hund kann gerade so sitzen. Und das ist okay so. Ja. Ich meine, da habe ich ihn mit einer Waffe bedroht. Deswegen ist zittern. Und also für diese Produktion sind keine Tiere zu Schaden gekommen, was bei Daenerys TikToks der Fall ist. Oh, we don't know. Wir nehmen da keine Verantwortung. Es ist halt auch so ein Sound, den ich liebe. Und dann funktioniert vieles. Aber ich finde es super emotional. Aber darf ich dir eine Frage stellen? Bist du Geringverdiener? Merkt man ja. Ich bin gespannt auf die Aussage. Und jetzt würde ich gerne auch ganz ehrlich, bei der Aussage, da rutscht mir fast die Rolex vom Handgelenk. Ich sag's, wie so. Das ist so geil. Guter Konter, ja. Irgendwie ist es so ein kurzes emotionales Innehalten, was man bei jedem Clip dann immer so hat. Und das ist schön. Ja, ich versuche halt zumindest, dass jedes Video eine Message hat. Ja, und hier ist es halt dieses typische Nächstenliebe. Nicht nur auf Tiere bezogen, aber natürlich auch generell, liebe deinen Nächsten. Auch schön. So. Das ist sehr gut gespielt. Das ist krass gut umgesetzt, gut gefilmt, mit dem Hund ist mega gut. Und hat eine geile Auflösung. Also gegen das TikTok kann man gar nichts sagen. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn das jemand anderes macht und beschissener filmt, dass das richtig cringe ist, das TikTok. Ja. Das kann richtig, sowas kann auch richtig in die Hose gehen. Was wir zum Glück jetzt aufgehört haben zu machen, aber ich glaube, das war so 2018 oder so, als wir diese ganzen so obdachlosen Videos gemacht haben irgendwie, mit dem Pizza kaufen und so, das ist alles irgendwie... Also daneben gesetzt, machst aber filmst dann vielleicht nicht. Ich meine, hier ist es halt szenisch, so, es ist halt was Schönes. Genau. So, ja, cinematisch, ja. Wir kommen jetzt kurz zu dir. Aber dann kommen die, nee, lass uns doch weiter, geht's um... Aha. It's Britney, bitch. Okay, mit dem Ende habe ich nicht gerechnet. Das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit emotional tolle TikToks gucken
Und dass ihr von mir irgendwie. Kannst du dich bitte einmal in eine Kamera, in die kurz reindrehen und es noch einmal sagen, bitte. It's Britney, bitch. Wie lange ist das jetzt her? Ja, schon 3 Jahre. Ey, okay, das war's jetzt erstmal ein bisschen mit den Reactions. Ich würde jetzt gerne mit euch kurz wirklich so ein bisschen über ein Thema sprechen, und zwar Privatsphäre als Creator, weil irgendwie finde ich es ganz spannend, euch hier sitzen zu haben. Ich meine, du machst auch so sehr, sehr cineastischen Content hin und wieder, teilst aber auch sehr viel Privates so, bist ja auch viel so in dem Vibe unterwegs. Aber du zum Beispiel, du trägst ja ein Bandana immer so, und warum? Ja, quasi wie vorhin schon gesagt, zum Schutz meiner Privatsphäre. Mhm. Also ich habe am Anfang, als ich mit TikTok angefangen habe, auch ohne Maske Videos gemacht. Nach 3-4 Monaten dachte ich mir aber, ho, weil die ersten Videos schossen schon extrem durch die Decke und man hat schnell an Reichweite gewonnen. Und dann dachte ich mir, will ich das? Will ich dieses ganze Fame-Hype, was ja durchaus kommen könnte? Man hat ja nur trotzdem nicht damit gerechnet. Also habe ich dann damit angefangen, mein Gesicht zu bedecken. Und jetzt im Nachhinein war es die beste Entscheidung meines Lebens. Wenn ich zum Beispiel sehe, als wir uns das allererste Mal getroffen haben, da wurdet ihr auch belagert ohne Ende. Hm. Viele würden jetzt zum Beispiel sagen, boah, ja, das will ich auch. Und ich bin da zum Beispiel gar nicht. Theo, bereust du, dass du nicht auch ein Bandana immer in deinem Content getragen hast? Da muss ich nicht drüber lügen, ne? Das ist natürlich was unfassbar Krasses, auch für sein Selbstbewusstsein mal erkannt zu werden, ne? Hm. So, das, und die meisten Leute, die mich ansprechen, sind ja entzückend tolle Menschen so und waren sich lieb und kommen auf mich zu und reden mit mir und haben führen Gespräche mit mir. Und das ist natürlich voll der Confidence-Boost so. Das gibt mir richtig viel. Aber es gibt andere Tage oder auch Wochen oder Monate, wo es richtig schlimm ist so, ne? Und wo es nicht geht und wo einen Leute verfolgen und da irgendwie Dinge passieren, die extrem unangenehm sind. Das ist so ein bisschen schade, weil ich habe letztens darüber nachgedacht, dass selbst wenn ich jetzt aufhören würde mit Social Media und das alles löschen würde, würde ich ja in 5 Jahren trotzdem noch erkannt werden wahrscheinlich. Mhm. So. Von irgendjemand. Und das heißt sozusagen, ich habe meine Privatsphäre jetzt schon eigentlich irgendwie aufgegeben. Ja, voll, ich glaube, da... Frage zurückgespielt. Wie ist es bei dir? Denkt man ja auch einfach nicht drüber nach, wenn man damit anfängt. Also ich hatte schon Momente so vor ein paar Monaten nochmal, wo ich so dachte, boah, einfach sei halt keine Person des öffentlichen Lebens. So, man will einfach privat irgendwie in Schlafanzugkurse oder so mal irgendwo rumlaufen. Oder keine Ahnung, man will auch sich nicht immer ready machen müssen, aber mittlerweile so auch, wenn irgendwie beim Feiern gehen auch so das erste Mal dann Fotos von einem gemacht werden oder so, ab dann denkt man halt so eine Ebene immer mit, dass man weiß, okay, ich bin immer, sobald ich das Haus irgendwie verlasse, bin ich öffentlich. So, das ist halt, aber so für den Content gesprochen, wenn man auch da so ein bisschen da, was teilt man Privates oder so, würdest du sagen, du hast mehr eine Kunstfigur geschaffen oder wie viel Privates steckt da irgendwie in der Person, die wir auf TikTok von dir sehen? Also ich bringe vieles aus meinem eigenen Leben tatsächlich in die Videos mit rein. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass es so eine krass gekünstelte Figur ist, aber so auf Instagram zum Beispiel, in den Stories, da bin ich einfach ich, da bin ich der Quatschkopf, da laber ich Kacke, da mache ich Kacke und alles Mögliche. Zeug, was ich halt dann auf TikTok nicht mache, weil da soll alles sehr cinematisch und so weiter sein und eigentlich perfekt. Und auf Instagram tobe ich mich quasi aus. Ich könnte mir vorstellen, und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, dass bei dir sehr viele in DMs oder so auch wirklich privatere Fragen so von Leuten kommen. Also ist ja schon so, dass bei dir die Leute das Gefühl haben, vielleicht, dass du mit dem befreundet bist? Naja, ist auf jeden Fall so, dass das aber auch in Begegnungen auf der Straße auf jeden Fall richtig doll Thema ist. Also man merkt, manchmal weiß ich es gar nicht, habe ich dein Gesicht vergessen oder bist du ein Zuschauer oder eine Zuschauerin? Weil das immer sofort so super persönlich ist. Und da bin ich natürlich selber dran schuld, weil ich halt so krass privaten, persönlichen Content auch mache. Es ist manchmal ein bisschen krass, weil mir Leute vor allen Dingen in DMs Sachen anvertrauen, mir Nachrichten schreiben über ihr Leben und was ihnen so passiert ist, die auch krass traumatisch sind teilweise. Und sowas dann irgendwie um 7 Uhr morgens zu lesen, das nimmt einen auch echt auf richtig krass mit. Ja, ist auch spannend so, ne? Teilweise ist man dann ja auch lost, ist selber lost mit seinem Leben oder so und weiß gar nicht, was soll ich dann jetzt mit Person... Soll noch Therapeut für wen anders quasi spielen. Klar. Wie ist so deine Erfahrung mit der Community bei so Nachrichten? Also hast du da ein Mittel gefunden oder zum Beispiel würdest du sagen, du antwortest da dann auch so sehr privat drauf oder ist es irgendwie ein Gefühl der Überforderung? Ich versuche eigentlich tatsächlich fast
so blöd es jetzt klingt, fast gar nicht zu antworten. Mhm. Krass abgehoben. Abgehoben, ja. Das wirkt nur von unten so. Ja, okay. Nee, aber ich sehe mich A nicht als wie gesagt, dein Therapeut. Mich trifft es selber, wenn ich dann solche Dinge lese. Aber ich finde das auch trotzdem schade, weil natürlich, wir alle drei kennen das, man bekommt ja an Tagen auch Dutzende Nachrichten und du schaffst es nicht mal jedem zu antworten. Dann bist du gleich aber wieder das Arschloch, das abgehobene Arschloch, was nicht antworten kann, obwohl du es einfach zeitlich nur nicht schaffst, obwohl du es dir vorgenommen hast. Selbst wenn du jetzt nur jemanden antwortest, der ein Kompliment macht für deine Videos, sagst Danke und so weiter, die wollen gleich dieses Gespräch aufrechterhalten, dann schaffst du es irgendwann nicht, zapp, bist du wieder das Arschloch. Deswegen, ich gebe mir da gar keine großartige Angriffsfläche. Obwohl es mir selber leid teilweise tut, weil natürlich ist die Interaktion mit der Community ja auch wichtig, aber muss da trotzdem ein bisschen unterscheiden. Ich fand das immer am heftigsten bei so Creator-Freunden oder Freundinnen, so die sehr heftig so gestartet sind, dass sie eine richtig heftige Community-Bindung irgendwie haben wollten und auf jede DM geantwortet haben. Und dann merkst du irgendwann, wie die von Treffen zu Treffen irgendwie gestresster und panischer und wirrer aussehen so und man denkt so, komm, lass los, du schaffst es nicht mehr, aber nein, ich beantworte alles. Und, aber man schafft es halt wirklich nicht. Und habt ihr schon mal gestreamt? Weil da, finde ich, bauen die Leute nochmal so eine richtige Beziehung zu dir auf. Live offen, ich war früher auf Twitch, war ich immer live, so dreimal die Woche. Aber da habe ich gemerkt, und da musste ich selber teilweise schon Ansagen machen, wo ich den Leuten im Chat auch gesagt habe, Leute, wir sind nicht befreundet, ich bin nur eine fucking Person aus dem Internet für euch. Oh ja, die weiße nehme ich. Das passt jetzt. Leute, wir sind nicht befreundet. Ich bin nur eine fucking Person aus dem Internet für euch, die euch versucht so ein bisschen quasi zu unterhalten und so weiter. Aber ich finde, das kam beim Streamen kam es nochmal deutlicher rüber als jetzt nur durch Videos. Ich habe Angst vor live, weil das ist, ich habe Angst, was politisch Falsches zu sagen oder so aus Versehen. Theo, du hast zwar nichts politisch Falsches gesagt, glaube ich, vermute ich, denke ich, aber du hast dich trotzdem deinem eigenen Spiegelbild gestellt und ein paar Fragen über dich beantwortet. Du bist mit dir selber ins Gericht gegangen und ich finde, dafür nehmen wir uns jetzt mal die Zeit und gucken uns das an. Wer bist du und wenn ja, wie viele? 41. Hast du dich schon mal wie ein toxischer Mann verhalten? Droppe die Story dazu. Man macht öfters Manspreading, als man denkt. Gib's zu, Vanlife ist gar nicht so romantisch, wie du es auf Social Media darstellst. Vanlife ist im Sommer richtig cool. Ich habe letztens einen Fehler gemacht. Ich bin im Winter damit weggefahren, ohne mein Handy, also Social Media Detox. Aber es wird ja um 16 Uhr dunkel und dann sitzt man einfach so in seinem kalten Bus und friert. Das war scheiße. Müssen Influencer so oft die Frisur wechseln wie du? Ich habe hab nächste Woche Donnerstag einen Friseurtermin und werde wieder blond. Genau. Wärst du Aktivist, wenn man damit so easy Geld verdienen würde wie als Influencer? Ja, nee, finde ich eine schwierige Frage. Ich bin ja auch so ein bisschen Aktivist. War ich früher immer mehr. Aber mehr Leute wären Aktivisten, wenn man damit auch Geld verdienen würde. Vielleicht, oh Gott, ich glaube, es ist alles sozial kritisch, was ich gerade gesagt habe. Würdest du mit einem queeren Fleischesser für einen TikTok rummachen, wenn er fame ist? Geht das TikTok viral? Ja, es geht viral. Ja. Au, oh, hat er kurz vorher Fleisch gegessen, oder? Hat er. Ah. Und er will sich nicht die Zähne putzen oder so vorher? Nö, will er nicht. Dann nicht. Wo wirst du Ende 2023 wohnen? Ich würde wirklich gerne in meiner Wohnung jetzt bleiben, weil ich richte die gerade schon wieder für viel Geld ein. Und als ich bin ja nach Köln gezogen vor einem Jahr und als ich so die letzte Fliese gelegt habe, habe ich gemerkt, dass ich Köln voll scheiße finde. Und nein, Köln ist cool. Köln ist super. Schlecht für mich. Und jetzt in Berlin wird es hoffentlich dann besser. Das ist mein 39. Umzug in meinem Leben. Wie riecht Jeremy Fragrance und ist er immer noch dein Idol? Weird Fact, ich glaube, das hat schon mal jemand gesagt, der riecht nach gar nichts. Der riecht einfach nach gar nichts. Vielleicht muss der das auch irgendwie. Der riecht einfach natural irgendwie. Und ich würde sagen, Jeremy ist nach dem Treffen, man sollte seine Idole nicht treffen, weil da zerbricht immer so ein Spiegelbild. Es gibt jetzt noch was Kleines. Ihr habt ja euren Lieblingsdrink vor euch stehen. Hm. Es gibt jetzt noch ein kleines Spiel. Hm. Und zwar droppen wir jetzt so private oder
krasse vermutende Aussagen über uns, ob es zutrifft. Und wenn es stimmt, muss man einen Schluck trinken. Okay, ihr könnt eine Person auswählen, die ihr wollt. Ich kann gerne reinstarten. Ich mache mal den Anfang, Theo. Meine Aussage über dich ist, du hast schon mal eine Werbekooperation bereut. Da extra. Ja. Kann ich eigentlich exen, also tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Nein, nicht. Soll ich dazu was sagen oder einfach mal gerne, wenn du weiter möchtest, gern. Sonst, ja. Ich versuche schon sehr schlau, also sehr, ich nehme schon sehr gewählt Sachen an. Gab auch mal eine Anfangszeit quasi, ja, wo man erstmal froh war. Unangenehm. Man darf ganz viele Dinge nicht sagen, steht in diesen ganzen Verträgen drin und so. Ja. Sagen wir mal so, du machst Werbung für eine Brand und diese Brand macht danach dann politisch unkorrekte Sachen, dann bist du ja selber in der, sitzt ja selber in der Scheiße irgendwie. Und dann darfst du das nicht mehr löschen, weil es irgendwie im Vertrag steht. Ja. Und jetzt muss ich eine. Jetzt musst du, ja. Warte, ganz kurz. Fuck, wie stelle ich denn die? Also du hast schon eine, weißt du nicht, wie du es sagst. Der Theo ist nervös! Ja, ein bisschen, auf jeden Fall. Hey Jonas, hast du eine, hast du schon mal eine Dauerwelle machen lassen? Nein, wirklich nicht. Na, sollte doch. Ich vielleicht. Das ist eine Dauerwelle, ich sehe das. Nein. Jeder weiß das. Okay, mach mal du noch eine und den Arrow und ich überlege mal nochmal ganz kurz. Okay, unter deinem Bandana hast du einen fetten Schnurrbart so. Ich habe kaum Bartwuchs, aber was bei anderen der 3-Tage-Bart ist, ist bei mir der 3-Jahre-Bart. Aber ich trinke trotzdem, komm, weil ich ein bisschen ah, ja. Bart habe. Ah ja, da sehe ich doch ein. Das ich habe ein bisschen dran. Bart. Das ist ein bisschen. Ich finde irgendwie mit dem Bandana und alles drum und dran, man kann dein Alter gar nicht gut schätzen. Mhm. Was schätzt du denn? Komm, Jonas, wir sagen beide auf 3. 1, 2, 3. 25. 10. Cool. Nee, ich spiele nie wieder ein Ehrlichkeitsspiel mit dir. Ich hau dich so in die Pfanne demnächst, ey. 31. 31. Joke, wirklich? Ah. Darauf trinke ich. Prost. Hey, ich finde, danke euch erstmal. Und ich würde sagen, jetzt, ne, das ist auch hier so ein bisschen da. Ich finde, Social Media, wir haben alle alles Social Media zu verdanken. Und ich möchte auch eure Kreativität hier noch so ein kleines bisschen würdigen. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal 2 Clips an, um zu zeigen, dass 2023 alles auf Social Media gut wird. Und 2023 wird das Jahr des Quality Contents. Ich hatte vor 3 Tagen hatte ich eine Nachricht auf TikTok, das wurde mehrfach gemeldet wegen Urheberrechtsverletzung. So nach dem Motto, ich habe irgendeinen Film hochgeladen, ohne die Rechte daran zu haben. Ich musste so lachen. Ja, das größte Kompliment, offline, was man kriegen kann. Offline das Video jetzt? Nein. Okay, gar nicht. Das konnte ich klären, aber das ist jetzt erst vor 3 Tagen gewesen. Hast du dir mal überlegt, stattdessen einfach Lip-Sync-Videos zu machen? Echt einfach Lip-Sync-Videos sind ja auch genau mein Ding, weißt du? Oh mein Gott. Kann... Tja. Bitte nicht. Warum schon wieder? Ah. Ich meine, du warst voll auch so szenischen oder auch so Aesthetic-Content, so voll heftig, aber ich finde, was bei dir am allerkrassesten ist, sind so diese Vibes einfach die. Und das liebe ich über alles. Ich möchte, können wir dieses Jahr bitte in Urlaub irgendwie zusammen? Okay, ja, dann fahren wir halt im Februar. Ich bin auch gerade übelst neidisch, weil genau sowas wollte ich immer mal machen. Ja. Tut mir leid, Leute, an alle, die das denken oder dachten oder so, das ist jetzt, also wir waren nicht spontan an dem Steg und haben dann da das aufgenommen, ne? Das war schon, ich habe mir das schon überlegt, dass ich da Bock drauf habe, weil es war auch das eigentlich... Das ist gar kein authentischer Moment. Doch, okay, darf ich sowas sagen? Doch, ja, aber ne, also es war eigentlich, ich hatte mega Lust, dieses Video zu machen, weil ich es in einem Film gesehen hatte und war eigentlich durchgehend bereit, schnell zum Wannsee zu fahren, dieses Video aufzunehmen und dann hat es einfach straight up 3 Wochen lang nicht geregnet in Berlin. Und dann hat es genau im richtigen Moment geklappt. Und es hat aber trotzdem, also wir sind nicht hingefahren, haben gefilmt, sind rausgegangen und war fertig. Sondern wir haben das gedreht und dann waren wir da noch ewig im Wasser und so. Also ne, das klar schafft man sich so einen Moment, aber der ist ja dann trotzdem ein Moment. So. Aber fühle ich. Finde ich stark. Jetzt zum Schluss, ich habe das immer in meinen Videos, die ganze Zeit war das immer der letzte Satz. Und ich würde euch bitten, den einmal zu vervollständigen. Nicht auf euch bezogen, sondern insgesamt auf Social Media. Wenn es mit Social Media genauso weitergeht, dann... Wenn es mit Social Media genauso weitergeht, dann werde ich vielleicht in 2 Jahren genauso viele Ringe haben wie Theo.
Oh. Schön. Ey, vielleicht nehmen wir den für heute. Und als letztes, ihr könnt... Hey, ich hab auch noch einen. Nee, dann will okay. ich doch nicht. Nee, ich will's nicht, weil das war so ein lustiger. Das ich hatte schöner. So einen traurigen. Dann lass uns doch noch ganz zum Schluss... Ihr müsst nicht mitmachen. Ich weiß nicht, ob ihr an den Social Media Gott so ein bisschen glaubt, der auf uns... Also ich setze mich jeden Abend immer so an mein Fenster und bete so, bitte, mach endlich, dass meine Views besser werden. Sei für mich da. Und ich würde ganz kurz auch jetzt den Moment nehmen, kleines zu ihm Gebet. Zu beten. Huch. So vom Ding her... wünsche ich mir. Ach, unbedingt, ja. Lieber Social Media Gott, mach, dass die Algorithmen uns fordern und nicht mehr verdummen wollen. Lieber Social Media Gott, bitte befreie uns vor all dem Cringe in Deutschland. Lieber Social Media Gott, bitte mach unser Selbstbewusstsein nicht noch mehr kaputt. Amen. 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 Ey. Halleluja! Oh. Danke euch, dass ihr da wart. Mir hat zum Glück Spaß gemacht, weil ich muss jetzt, glaube ich, zum Glück ein von uns drei, ne? Ey, zum Glück mir, weil ich muss jetzt noch 40 Mal, glaube ich, dieses Jahr hier durch oder so. Und das wäre jetzt echt scheiße gewesen, wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte. Deswegen, ich hoffe, euch auch ein kleines bisschen. Leute, wenn es euch gefallen hat da draußen, wir sind nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge, mit wundervollem Social-Media-Content, auf den wir reagieren werden. Und ich würde sagen, jetzt ist eigentlich nur noch Zeit für das, was uns ganz besonders wichtig war. Die Umarmung. Darf ich schwul? Bruder, wir haben früher im Krieg gekämpft, Bruder. Jetzt posten wir Himmelfotos? Na, du bist dann, Bruder. Oute dich einfach. Du siehst aus wie eine Nutte. Ach, ehrlich? Das ist doch kein Kompliment, Debbie. Stay alive. I just don't want to expire yet.